Was ist das hier für eine Einrichtung? Kommen wir ja nirgendwo weiter. Ah, da hinten die Tür. Sind das hier Schränke rechts eigentlich? Kann man die aufmachen? Nee, kann man nicht aufmachen. Es sah nur so aus wie so ein Knopf halt, der hier auch so leuchtet. Wäre natürlich umso schön gewesen, wenn da noch was drin gewesen wäre, was wir brauchen könnten. Ja, des Plans, uns total umzukrempeln. Unsere Gedanken mit diesem Gift zu infizieren, damit wir ihnen freiwillig in die Arme laufen. Im Effekt ein unblutiger Coup. Aber warum dann all die Kämpfe? Warum der Krieg? Das ist kein Krieg. Nicht für sie. Sie bereiten sich nur vor. Aber auf was? Ich weiß es nicht, aber Axis weiß es. Und wenn wir uns zurückhalten können, dem Dreckskerl zu geben, was er verdient, bekommen wir vielleicht eine Antwort. Verstanden? Er ist in der Wasserverteilerkammer. Gehen Sie. Stellen Sie ihm Ihre Fragen. Ich will mich erstmal hier ein bisschen umgucken gerade. Nicht, dass wir irgendwas Cooles übersehen. Oder ist das hier der Weg? Nee, ne? Das ist ein anderer Weg hier. Kann ja hier durch verschiedene Räume gehen. Oh, da liegt noch jemand. Siehst du es nicht? Wir müssen die Menschheit vor sich selbst retten. Da stimmen wir doch sicher überein. Wie hübsch. Wow. Hier haben wir noch was. Buch des Ursprungs. In jenen Tagen wird ein Prophet erscheinen. Er wird uns durch das Unheil führen und sicher heimgeleiten. Und als er las, was er geschrieben hatte, weinte Yun Ari bitterlich, denn er wusste, sein Volk würde leiden müssen. Er wusste, seine Söhne und deren Söhne würden den Tag der Heimkehr nicht erleben, sondern in der Finsternis zwischen den Sternen umherirren, und seine Tränen waren bitter. Er hob sich von seinem Tisch, die bitteren Tränen noch auf den Wangen, und begann, seine Söhne die Kriegskunst zu lehren. Sie würde vielleicht heimatlos umherziehen, aber sie würden nicht unvorbereitet in die Finsternis ziehen. Buch des Ursprungs. Ja, dann ist sowas wie die Bibel, die Alien-Bibel sozusagen. So, haben wir hier hinten vielleicht noch irgendwas, was uns nützlich sein könnte? Auch nicht. Einfach nur mal so ein Raum, wo man reingehen kann. Auch nicht schlecht. So ein bisschen Elend-Technologie in einem Raum drin. Vielleicht müssen wir auch später nochmal hierher. Und ich war jetzt... Oh, zu schnell! Wo kommt die her? Wo sind sie hin? Schalten Sie ihn aus! Auf Ihr Ziel! Angriff! Auf Ihr Ziel! Wir haben es fast geschafft! Alle Ziele eliminiert! Wieso sind die denn jetzt hier reingekommen? Das ist ja gemein. Da geht man einmal in einen Raum, der eigentlich leer ist, und dann wird man angegriffen von irgendwelchen bösen Aliens. Vielleicht sind wir ja der Prophet. Dann müssen wir am Ende auch noch mit den Aliens mitfliegen. Nee. Lieber nicht. Vielleicht können wir sie ja vernichten. Was natürlich geil ist, wenn wir dann tatsächlich auf den Alien-Planeten könnten. Sieht es dann übrigens auch so aus wie hier, dann will ich da gar nicht hin. Hä? Wieso sind die jetzt hier? Ja doch, hier hin, ne? Ah, okay. Geh mal ganz kurz hier hin, weil ich möchte, dass du den hier
von hinten platt machst. So, der ist schon mal down. Was Angela als Unterstützung aktivieren? Schalten Sie ihn aus. Ach hier. Die hat sozusagen hier den Überblick ungedeckt. Angela, schalten Sie ihn aus. Wer ist das? Wo kam das her? Agent Weaver in Position. Vorwärts. Sie hören, was die Lady sagt. Sehr nett. Ein Schutzengel mit einem Präzisionsgewehr. Würden wir Vernunft annehmen? Na, wir nehmen doch Vernunft an. Schicken nämlich unsere Drohnen raus. Und wir richten uns hier mal ein kleines Kugelschild an. Am besten noch nichts, bis nicht die Fähigkeit des Scharfschützen mal so ein bisschen aufgeladen ist hier. Los, draufhalten! Mist. Wie kann der eigentlich von da hinten die Typen treffen, frage ich mich gerade. So, einer muss sterben. Sie sind alle tot. Ziehen wir weiter. Danke, Agent Weaver. Ich tue meinen Job. Aufgelevelt. Yay! Noch einer auf Rang 5. Sehr gut. Was haben wir denn? Deckt einen Bereich mit schweren Artilleriebeschuss ein, erhöht das Gesundheitsmaximum. Auch so ein bisschen Artilleriebeschuss kann ja nicht schaden, ne? Der Aufklärer-Agent meldet ein Zielgebiet und kurz darauf beschießt die Artillerie dort alles, ob Freund oder Feind. Funktioniert es auch in geschlossenen Räumen? Bin ja mal gespannt, ob das dann auch in geschlossenen Räumen funktioniert. Als ob es nicht schlimm genug wäre, infiziert zu sein. Gott, was machen die mit denen? Es hat ihnen nicht gereicht, uns zu Sklaven zu machen. Sie wollten uns zu Outsidern machen. Glauben Sie, welche von denen, die wir bekämpft haben, waren mal Menschen? Daran dürfen Sie nicht denken. Nicht jetzt. Sonst kommen wir hier nie raus. Danke, Agent Weaver. Ich tue nur meinen Job. Ach, werden die dann, wenn die dieses schwarze Zeug aus sich bluten, dann auch zu solchen... Silakoiden oder so vielleicht? Werden die dann auch zu solchen schwarzen Schleimklumpen? Sie sind dann nicht mehr menschlich, sondern werden dann auch so Alien-Zeugs sozusagen? Wow, das wäre ja eklig. Die wollen uns zu sowas machen? Zu solchen Schleimbällen oder was? Wow, ich hoffe nicht, dass das so ist. Naja, ich bin gespannt und hoffe, dass wir uns nicht noch infizieren, sonst müssen wir uns dann selber den Schädel wegblasen. Bis jetzt ist auch noch keiner unserer Männer gestorben, gerade auf dieser Mission, da bin ich auch recht froh drüber. Okay, hier ist nichts. Brauchen Sie einen Moment, Angela? Machen wir dem Ganzen ein Ende. Ich gebe Ihnen Deckung. Haftgranate. Ein Sprengscher, ein Zeitzünder, der am Ziel... Okay. Ein paar Haftgranaten mitnehmen. Die kann man vielleicht auf so einen Muton schießen oder so. Das wäre natürlich geil. Ich werde die mal ausprobieren, falls... wir auf irgendwas Gepanzertes treffen sollten.
Ach, Türen über Türen. Ich liebe Türen. Und hinter Tor Nummer 3 versteckt sich was? Ist das Axis? Wollen wir wissen, was er da tut, oder lieber nicht? Ach, er schirmt sich ab. Sektoide. Ich muss den Schild ausschalten. Woher nimmt er die Energie dafür? Angriff. Ziel anvisiert. Ja, woher? Schalten Sie ihn aus. Wer gehört hier? Die Energie scheint irgendwie aus diesen drei Bunkern zu kommen. Na, dann begeben wir uns mal in so einen Bunker rein. Ändere die Position. Der Feind ist hier. Ich gehe vor. Gib mir Deckung. Habe ich nicht die Fabrik zerstört, die diese Gefechtstürme machen sollte? Erwischt. Eure Zeit ist um. Dieser Planet gehört uns. Mein Tod. Mein Tod. Kann sein, aber es wird mir Spaß machen. Spaß? Komischer Spaß, den er da hat. Was? Wo kommt der her? Ich soll mich euch anschließen? Ich werde dir nicht. Wow, was ist das? Alter. Geben Sie ihm den Rest. Der Gefangene? Was soll das heißen? Schließ dich uns an. Lerne, deine Macht einzusetzen und frei zu sein. Origin kann dir so viel beibringen. Ja, ja, wir sind frei. Wir sind doch schon frei. Ich bin so frei und schalte hier die Kraftfelder aus, hoffe ich mal. Ist hier so ein Ding auch noch? Hier ist nichts zum Ausschalten, oder? Oder ist hier oben was zum Ausschalten? Doch, hier oben ist was. Geschafft. Angela, schalten Sie ihn aus. Das Gute ist ja, ich habe zwei Scharfschützen. Los, draufhalten! Gute Fug! Wo ist er? Wo ist einer? Hier muss irgendwo einer sein. Hier muss irgendwo einer. Ah, fuck! Ah, Newton schon wieder. Moment. Durchhalten. Halt, habe ich dir gesagt. Du darfst hier hoch. Wo ist der Newton? Den kann man doch nicht übersehen. Ah, shit. Ja, der Commander steckt in der Klemme. Helft ihm. Wo bin ich denn? Da unten.
Sie nähern sich uns! Ich brauche Hilfe! Ich helfe Ihnen wieder auf die Beine! Ich brauche hier Hilfe! Ich helfe Ihnen! Ja, los, komm her! Sie sind im Handumdrehen wieder auf den Beinen! Sie sind gepanzert! Sie sind bereit! Ach, das Muton ist ja immer noch da, verdammte Scheiße. Nie. Mit mir geht's zu Ende. Diese miesen Muton-Schweine, ey. Kannst du den Typen da kriegen? Ich rücke auf den Feind. Dem da brauche ich Hilfe. Gibt's noch irgendwo einen, den wir abknallen müssen, außer diesen einen Typen? Da. Geben Sie ihm den Rest. Ich lege an. Ja, ja, Schlachtfokus aktivieren, weiß ich doch. Auf das muss ich noch, ne? Ich brauche einen Sanitätsverfahren. Nein, brauchst du nicht. Ah! Das will ich doch gar nicht, ich will das da. Heilung aktiviert. Du brauchst keinen Sanitäter, du brauchst nur ein wenig Heilung von mir mit meinem coolen Dingsbums. Habe ich doch gerade deaktiviert. Was willst du von mir? Hallo? Wieder einen Schritt weiter. Boah, was? Alter. Haltet den Druck aufrecht. Was, dieses Ziel kann man nicht anheben? Eigene Drohne kommt. Nein, tu's nicht. Ihr seid bereits besiegt. Eure Bemühungen sind vergebens. Hoffentlich ist er's wert. Angela, wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind nicht besiegt. Und das hier ist nicht vergebens. Nein! Angela, du miese Kleine. Bei seiner Ankunft konnte das Team Kontakt zu der unerlaubten abwesenden Agentin Angela Weaver aufnehmen. Ihre Informationen wiesen darauf hin, dass die feindliche Fabrik in der Nähe die Entwicklungs- und Produktionsstätte der Hypnoviren war. Der hochrangige Offizier mit dem Codenamen Access wurde vom Einsatzteam gefasst, verhört und exekutiert. Agent Weavers, was? Insubordination sollte aufgrund ihrer untadeligen Dienstakte und ihrer wichtigen Rolle bei der Sicherstellung der Daten nicht weiter verfolgt werden. Trotz der emotionalen Belastung durch die notwendige Tötung ihres infizierten Bruders hat Dr. Tressner Agent Weaver weiterhin für diensttauglich erklärt. Alles nochmal zum Guten gewendet. Haben wir ihn tatsächlich verhört und dann exekutiert? Er hat doch nur gesagt, ihr werdet alle sterben. Oder sowas in der Art, ne? Carter, die Daten, die Sie und Weaver von der Outsider-Anlage besorgt haben, die Analyse ist beunruhigend. Bei der Menge an Infektionsstoffen und der Struktur der Wasserversorgung unseres Landes erwarten wir... Über 2/3 der Bevölkerung wären innerhalb weniger Wochen infiziert worden, hätten wir es nicht gestoppt. Ich kann rechnen. Wie es aussieht, wurden Zehntausende, vielleicht Hunderttausende infiziert oder kontaminiert. Es wird immer schwieriger für uns, die Outsider-Bedrohung geheim zu halten. Wir können uns keine landesweite Panik leisten. Wir müssen schleunigst etwas tun. Ja, wir müssen schleunig etwas tun und gucken uns erstmal an, was unsere Agenten auf den letzten Missionen mitgebracht haben. Mal sehen, was wir von
So, Belohnung. Kernschussweitpaket. Gegner leiten im Nahkampf mehr Schaden. Naja, gut, dass ich so viel im Nahkampf mache. Sie erfahren haben. Na gut. Und wir, meine lieben Buddies, sehen uns dann beim nächsten Mal XCOM wieder. Bis dahin. Vielleicht schon morgen. Tschüss.